Wir begrüßen Sie in der Tucher Traditionsbrauerei, Haus der fränkischen Bierkultur, mit dem wohl einzigen Zwei-Städte-Sudhaus der Welt. Da hier sowohl Nürnberger als auch Fürther Biermarken gebraut werden, haben wir uns bewusst für einen Bau direkt auf der Nürnberg-Fürther Stadtgrenze entschieden. Bevor wir die Produktionsstätten in Natura besichtigen, möchten wir Ihnen einen kleinen Überblick über die Produktionsweise unserer Brauerei geben. Unsere Traditionsbiere werden ausschließlich nach dem bayerischen Reinheitsgebot gebraut. Der wichtigste Rohstoff ist das Wasser. Nach wie vor nutzen wir die von der Humser Brauerei im Jahr 1886 gebohrten 4 eigenen Brunnen in den Rednitzauen. Das dort geförderte Wasser ist von ausgezeichneter Qualität und prägt den Geschmack unserer Biere wesentlich. Mittels einer eigenen Pipeline wird das Brauwasser aus dem 4 Kilometer entfernten Wasserschutzgebiet direkt in unsere Brauerei befördert. Das Malz ist der Körper des Bieres. Es verleiht ihm sein Aroma und seine Optik. Wir gewinnen unser Malz aus kräftiger Sommergerste und feinstem Weizen. Um unsere hohen Qualitätsansprüche sicherzustellen, werden jeder Malzanlieferung Proben entnommen und durch unser eigenes Labor geprüft. Erst nach dessen Freigabe darf das Malz für die Bierproduktion verwendet werden. Der Hopfen ist die Würze des Bieres und sorgt für Haltbarkeit und eine feinherbe Note. Wir beziehen unsere verschiedenen Hopfensorten aus der Hallertau, dem größten Hopfenanbaugebiet Europas. Von dort wird der Hopfen bereits gereinigt, getrocknet und in Pellets gepresst in die Brauerei geliefert. Trotz bester Rohstoffe benötigen wir die langjährige Erfahrung unserer Braumeister, um die verschiedenen Biersorten in gleichbleibend hoher Qualität brauen zu können. Denn außer Wärme und Kälte, das sind unsere beiden technologischen Handwerksmöglichkeiten, die wir haben, sind wir weitestgehend auf das angewiesen, was wir von der Natur aus bekommen. Also können wir durch den Einsatz von Sieden und Kühlen und Lagern letztendlich nur erreichen, dass wir die Type Bier bekommen, die wir eigentlich dem Kunden auch versprechen, die wir auch uns vorgenommen haben zu produzieren. Das Bier hat eine Sudnummer und zu dem Bier gibt es ein Sudbuch. Das gibt schon seit Jahrhunderten ein Sudbuch. Und in diesem Sudbuch sind die Rezepturen hinterlegt. Rezeptur heißt, welche Ausgangsmaterialien, wie sind meine Malze geschaffen, welchen Hopfen nehme ich, wie sind meine Einmaischzeiten, meine Rastzeiten, wie viel Eiweiß brauche ich denn, um einen schönen Schaum zu bekommen, wie lange koche ich denn, um einen schönen Schaum zu bekommen, wie ist mein Restsüßegehalt im Bier, den stelle ich über die Kochzeiten ein. Das sind alles die Faktoren, die in einem Rezept hinterlegt sind und die sind natürlich, ja, die sind mehrere hundert Jahre alt. Die Technik des Bierbrauens hat sich in den letzten 100 Jahren ständig verändert und wird sich auch in den nächsten 100 Jahren ständig verändern. Aber was wir wirklich brauchen für gutes Bierbrauen, ist die Leidenschaft und das Wissen, das wir von Braumeister zu Braumeister weitergeben. Ohne das geht es nicht. Das ist nicht nur bloß ein Job. Das ist wirklich eine Berufung. Das ist, weil man es wahnsinnig gern macht, intensiv macht und sich auch unheimlich Gedanken darüber macht. Egal, wenn jetzt ein neues Produkt eingeführt wird, das ist mal verkostet. Egal, ob es die Filtration läuft, dass man rausgeht, anschaut, wie schaut die Farbe aus, wie riecht es, wie schmeckt es. Das ist einfach ein Bedürfnis. Du willst das machen, du willst das haben, du willst das spüren, du willst ein Teil davon sein. Das ist eine ganz klare Sache. Um diese Leidenschaft mit Ihnen teilen zu können, geben wir nun einen kleinen Einblick in unseren Brauprozess. Als erstes werden die für die jeweilige Biersorte benötigten Malze geschrotet und mit der im Rezept hinterlegten Temperatur eingemeischt. Der Braumeister überwacht forthin die verschiedenen Rastzeiten. Dies bedeutet für jede Biersorte andere Temperaturen in verschiedenen langen Zeiträumen. Dadurch werden verschiedene Enzyme entwickelt, welche letztendlich den Charakter des späteren Bieres bestimmen. Nach Beendigung des Einmeischens müssen die Spelzen des Malzes von der Bierwürze getrennt werden. Dies geschieht im Läuterbottich. Hier bildet sich eine natürliche Filterschicht, durch welche die Bierwürze abfließt. Die übrigbleibenden Feststoffe werden Treber genannt und finden als Viehfutter Verwendung. Die abgeflossene Bierwürze wird in die Würzepfanne geleitet. Dort wird die Würze gekocht und der Hopfen wird hinzugefügt.
Der Braumeister sorgt dafür, dass die jeweilig richtige Hopfensorte verwendet, sowie die entsprechenden Kochzeiten eingehalten werden. Die Energie aus den beim Kochen entstehenden Dampfschwaden wird über einen Kondensator zurückgewonnen und wieder direkt im Sudhaus eingesetzt. Nach dem Kochen kommt die Würze in den Whirlpool. Dort werden die beim Kochen entstandenen Eiweiße und nicht gelöste Hopfenbestandteile, der sogenannte Heißtrub, entfernt. Die heiße Würze wird abgepumpt und mit eiskaltem Brauwasser heruntergekühlt. Somit steht heißes Brauwasser für den nächsten Einmaischvorgang zur Verfügung, ohne dass externe Energie benötigt wird. Die heruntergekühlte Bierwürze wird in den Gärtank geleitet. Nun wird unsere eigene Reinzuchthefe hinzugefügt. Diese Hefe, die können Sie kaufen in einem Institut. Sie können sie aber auch selbst heranziehen. Naja, und wenn Sie mal 350 Jahre als Brauerei alt sind, dann müssen Sie eigentlich irgendwann heranziehen, weil dann haben Sie so viel Kenntnis darum angeeignet, dass man das selbst kann. Man selektiert eigene Hefen. Bei uns heißt es Sapienza. Die Hefe ist für uns wie in einem Kral gelagert. Das heißt, es gibt einen Hefemeister, der achtet ganz streng darauf, dass keine anderen Hefesporen in diesen Raum hineinkommen, wo diese Mutterhefe für uns quasi lagert. Der Mensch schaut sich die Hefe an, einmal im Glaskolben, dann im Mikroskop natürlich. Er sieht, wie aktiv die Hefe ist. Er muss sie quasi führen, wie bei einem Tanz. Er darf sie nicht zu schnell tanzen lassen, sonst geht die Kraft aus. Wir brauchen die Kraft aber später bei der Vergärung, nicht im Entwicklungsstadium der Hefezelle selbst. Wir müssen sie aber auch motivieren, wenn sie vielleicht ein bisschen müde geworden ist, damit sie aktiv bleibt. Und so ist es ständig ein Aussteuern zwischen Beschleunigen und Bremsen, Ruhe lassen, heranziehen, immer vermehren, vermehren. Ähnlich wie beim Brot, ein ordentliches Brot mit dem Sauerteig ist ähnlich gelagert. Und das gibt eigentlich dann letztendlich die feinen Aromen, die wir wirklich wollen. Durch die Hefe wird der Zucker in der Bierwürze, welchen wir beim Einmeischen herausgelöst haben, zu Alkohol und CO2 vergoren. Das nicht im Bier gebundene CO2 wird aufgefangen und findet später bei der Flaschen- und Fassabfüllung Verwendung. Auf diese Weise sparen wir über 2000 Tonnen CO2 im Jahr ein. Nach Beendigung der Gärung setzt sich die Hefe bei untergärigen Bieren am Boden und bei obergärigen Bieren oben ab und wird entnommen. Jetzt beginnt die Lagerzeit. Durch die Lagerung erhält das Bier seine Reife und den endgültigen Geschmack. Das Bier braucht seine Zeit, um unerwünschte Gärungsnebenprodukte abzubauen. Die exakte Lagerzeit kann nur durch regelmäßiges Verkosten ermittelt werden. Der Braumeister zwickelt hierzu jeweils eine kleine Probe. Erst wenn er vollends von der Reife überzeugt ist, wird das Bier filtriert oder direkt als unfiltriertes Keller- bzw. Zwickelbier abgefüllt. Bei der von uns verwendeten Membranfiltration werden keine zusätzlichen Filterhilfsstoffe verwendet. Anschließend wird das fertige Bier in einen Drucktank gepumpt. Nach Säuberung der Mehrwegflaschen kommt jetzt wieder das bei der Gärung entstandene überschüssige CO2 zum Einsatz. Um eine lange Haltbarkeit der Biere zu gewährleisten, muss der Sauerstoffgehalt in der Flasche auf ein Minimum reduziert werden. Dies geschieht durch das sogenannte Vorspannen der Flaschen mit CO2. Nach dem Befüllen werden die Flaschen noch etikettiert und in die Mehrwegkästen gepackt. Weil unsere Flaschenabfüllung für Brauereiführungen leider nicht zugänglich ist, zeigen wir diesen Vorgang hier etwas ausführlicher. Das Leergut der verschiedenen Marken lagert auf einer Freifläche von ca. 17.000 Quadratmetern und wird erst unmittelbar bei Bedarf in die Flaschenabfüllung transportiert. Im ersten Schritt werden die Kästen von den Paletten entnommen und per Laufband zum Auspacker befördert. Dieser entnimmt nun die leeren Flaschen aus den Kästen, damit die Bierflaschen sortiert werden können. Leider entscheiden sich immer mehr Brauereien dazu, auf sogenannte Individualflaschen umzustellen. Da wir diese Flaschen nicht verwenden können, aber stetig mehr Leergut dieser Art in unseren Kästen landet, wird diese Sortierung zunehmend aufwendiger und kostenintensiver. Nachdem das Fremdleergut aussortiert wurde, kommen die Flaschen in die Flaschenwaschmaschine.
Mit hochauflösender Kameratechnik wird anschließend jede einzelne Flasche auf perfekte Sauberkeit und Unversehrtheit geprüft. Erst wenn alle Kontrollen durchlaufen und bestanden sind, werden die Flaschen mit CO2 vorgespannt und mit frisch gebrautem Bier befüllt. Anschließend wird jede Flasche erneut auf ihren Inhalt kontrolliert. Nur exakt befüllte Flaschen verlassen die Abfüllung. Jetzt fehlt nur noch eines: das Etikett. Hier sorgt die Etikettiermaschine dafür, dass auch jedes Etikett an den richtigen Platz kommt. Nach einer letzten Kontrolle stellen automatische Einpacker die frisch befüllten Flaschen in die gereinigten Kästen. Ich darf an der Stelle vielleicht erwähnen, dass wir jeden Morgen 9 Uhr zusammenkommen und verkosten Biere, nämlich die Biere, die am Vortag letztendlich abgefüllt wurden für den Kunden, um nochmal sicher zu gehen mit einer gewissen Ruhezeit des Bieres, nämlich in der Regel 12 bis 24 Stunden, nochmal sicher zu gehen, dass die Partien bei uns, die auf Lager sitzen, frisch abgefüllt wurden, dass sie auch nochmal verkostet wurden, nicht durch chemische Analysen alleine bestimmt, sondern durch die organoleptische Verkostung, ob diese Ware eben auch gut und qualitativ einwandfrei ist. Erst wenn diese letzte Prüfung bestanden wurde, ist das Bier versandbereit und kann zum Kunden gehen. Dazu braucht es noch einmal viele engagierte Mitarbeiter, die sich um die Abwicklung der Bestellungen und Auslieferung kümmern. Nicht nur hier in Franken sind unsere Biere beliebt, sondern auch in ganz Deutschland, in vielen Ländern Europas und sogar in der ganzen Welt. Denn Biergenuss kennt keine Grenzen. Bei all der modernen Technik ist Brauen nach wie vor echtes Handwerk. Die Menschen spielen dabei die Hauptrolle. Ihre Erfahrung, ihr Können und ihre Sorgfalt sind mit ausschlaggebend für die Qualität des Bieres. Ob Brauer oder Staplerfahrer, ob Laborantin oder Maschinenführer. Jeder gibt täglich sein Bestes, damit Sie unsere Biere bei fröhlichen Festen, geselligen Anlässen oder einfach so am Feierabend genießen können. In diesem Sinne, zum Wohl!